Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Film in meiner Serie über den Cherson CX-20. Vor dem allerersten Start des Copters sind ja einige wichtige Kalibrierungen notwendig und heute zeige ich euch die dritte Kalibrierung, die Kompasskalibrierung, die ebenfalls noch vor dem ersten Flug durchgeführt werden sollte. Und danach können wir dann endlich mit dem Copter in die Luft gehen. Wie auch schon bei den beiden anderen Filmen zuvor, so gibt es auch hier wieder zwei Varianten, wie man den Kompass kalibrieren kann. Und ich stelle euch natürlich beide jetzt im Detail vor. Für die Kalibrierung ohne Computer brauchen wir nur unsere Fernsteuerung, den Copter und natürlich einen Akku. Ja, was wir jetzt machen ist, wir verbinden den Copter hier mit dem Strom, schalten dann die Fernsteuerung ein und während wir die Fernsteuerung einschalten, achten wir darauf, dass der Schubregler ganz nach unten gedrückt ist und der rechte Steuerknüppel nach unten und nach rechts. Und wir halten diesen Steuerknüppel dann so und schalten dann gleich hier ein. Dann wird dann nach der Initialisierung hier diese LED gleich rot und orange blinken, abwechselnd blinken und dann haben wir den Copter in dem Modus für die Kompasskalibrierung. Also los geht's, einmal hier anschalten, den Copter, dann Fernsteuerung richtig halten und anschalten und warten. Und dann haben wir jetzt die Initialisierung durch und hier haben wir jetzt dieses orange-rote Blinken. Das heißt, wir sind im Modus für die Kompasskalibrierung und können die jetzt durchführen. Und die Kalibrierung selber, die geht nun folgendermaßen. Wir nehmen den Copter hoch und drehen uns jetzt mit dem Copter insgesamt 3 bis 5 Mal um die eigene Achse. Und schließlich 5 Mal. Und danach neigen wir die Nase des Copters nach unten. So. Und drehen uns dann jetzt noch 3 bis 5 Mal um diese Achse. Und schließlich zum 5. Mal. Ja, und wenn man das dann gemacht hat, dann kann man den Copter wieder auf den Boden stellen und jetzt einfach vom Strom trennen, also hier die Akkuverbindung kappen und dann ist automatisch diese Kompasskalibrierung durchgeführt und die Daten gespeichert. Das war die Variante hier mit der Fernsteuerung, aber es gibt natürlich auch noch die zweite Option mit der Mission Planner Software. So, ihr kennt das ja schon aus meinen anderen Filmen. Wir sind wieder hier in der Mission Planner Software jetzt drin und auch schon mit dem Cherson verbunden. Im Mission Planner gehen wir dann auf den Punkt Initial Setup und dann finden wir hier im Bereich Mandatory Hardware den Punkt Kompass. Den wählen wir dann aus und dann gibt es hier unten da den Mission Planner Mac Calibration. Da können wir eine Live-Kalibrierung des Kompasses durchführen. Und diesen Punkt, den klicke ich jetzt hier einmal an. Please click OK and move the autopilot around all axes in circular motion. Das heißt, wir müssen jetzt OK drücken und dann den Copter in allen Achsen drehen. Ich bestätige das mal, dann kommt jetzt hier ein solches Fenster. Und jetzt zeige ich euch mal hier den Aufbau, wie ich den Copter verkabelt habe. Und zwar habe ich den hier auf einen Drehstuhl gestellt. Die Methode, die habe ich im Internet bei jemand anders gefunden. Leider weiß ich nicht mehr bei wem. Ich fand die aber sehr, sehr gut und sehr, sehr hilfreich. Und das Ganze hier mit einem sehr langen USB-Kabel verbunden und auch mit einer USB-Verlängerung. Und hier können wir jetzt nämlich dann den Copter relativ einfach und auch gezielt drehen, indem wir hier jetzt langsam den Copter um die eigene Achse drehen. Ja, während wir den Copter drehen, werden jetzt hier Messpunkte genommen und dabei durchläuft der Copter auch weiße Punkte, die ihr dort in auf diesem Bildschirm seht. Und sobald wir in einer Achse alle weißen Punkte durchlaufen haben, so wie jetzt, dann müssen wir die Ausrichtung des Copters wieder ändern. Ja, wenn wir dann eine Achse ein paar Mal gedreht haben, dann können wir den Copter jetzt in eine andere Achse bewegen. Ich setze den jetzt hier einmal so hin, dass er jetzt nach unten zeigt mit der Nase. Und jetzt drehe ich dann genau in die
andere Richtung, damit sich das USB-Kabel jetzt nicht noch weiter verdreht, und mache auch hier jetzt die Rotationen mehrfach um diese Achse. Ja, und dann setzen wir den Kopter natürlich auch mal auf eine seitliche Achse, einmal so, okay, und jetzt hier wieder drehen, mehrfach um diese Achse drehen, damit der Kopter jetzt hier Messpunkte bekommt von dem magnetischen Feld in dieser Achse. So, dann einmal jetzt mit dem Rücken nach unten, so, und auch so dann noch einmal drehen um diese Achse. So, und dann noch die andere Seite. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier schon einige Messpunkte genommen und auch viele der weißen Punkte sind schon verschwunden. Also allzu viele Umdrehungen müssen wir jetzt nicht mehr machen. Und zu guter Letzt müssen wir den dann auch noch auf den Kopf legen, auf den Kopf setzen, einmal so. Und dann ebenfalls um diese Achse drehen. Wie ihr seht, sind jetzt hier alle weißen Punkte verschwunden. Wir haben also alle Achsen jetzt hier abgearbeitet und wir haben hier oben, das seht ihr auch, über 960 Proben praktisch gesammelt hier vom Kompass. Es gab nur einen einzigen Kompassfehler. Ja, und damit ist die Kalibrierung dann hier abgeschlossen. Wir bestätigen das jetzt hier einmal, indem wir auf Done klicken und dann haben wir hier die Kompasskalibrierung auch durchgeführt. Zum Abschluss bleibt natürlich die Frage, welche der beiden Methoden ist jetzt die bessere? Auf der einen Seite hat die Methode mit der Fernsteuerung den Vorteil, dass man den Kopter weit weg von jeglicher Fremdelektronik kalibrieren kann. Auf der anderen Seite bietet die Mission Planner Kompasskalibrierung deutlich mehr Achsen und auch eine visuelle sowie tabellarische Übersicht über die Ergebnisse, die man beim Kalibrieren erzielt hat. Die Königsklasse allerdings ist eine dritte Variante, und zwar braucht man dafür noch ein zusätzliches Teil, das sogenannte Telemetrie-Kit von 3D Robotics. Das kann man hier am Kopter anschließen und damit eine Funkverbindung zu einem Laptop herstellen, auf dem dann der Mission Planner läuft, und dann kann man den Laptop etwas weiter wegstellen und ohne Kabel irgendwo draußen den Kopter damit kalibrieren. Das wäre die optimale Lösung, ansonsten gehen natürlich aber auch die beiden anderen. Mein Favorit ist hier die Variante mit dem Mission Planner, allerdings dabei darauf aufpassen, dass man wirklich so wenig wie möglich Elektronik, eingeschaltete Elektronik in der Nähe des Kopters hat. Soweit mein Film über die Kompasskalibrierung hier beim Sherson CX20. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen und konnte euch so ein bisschen helfen. Und falls ja, dann freue ich mich natürlich wie immer über einen netten Kommentar von euch hier unter dem Film. Und wenn ihr schon mal da unten seid, dann vergesst bitte nicht, mir auch einen Daumen nach oben zu geben, eine positive Bewertung, wenn euch der Film gefallen hat. Ja, wenn ihr die ersten beiden Filme über die Kalibrierungen hier beim Sherson nochmal sehen wollt, so habe ich die hier für euch aufgelistet. Und wenn ihr meinen nächsten Film nicht verpassen wollt, bei dem wir sehr wahrscheinlich dann endlich in die Luft gehen, dann solltet ihr auf jeden Fall hier noch meinen Kanal abonnieren. Einmal da unten auf Abonnieren klicken und schon werdet ihr automatisch immer über die neuesten Filme von mir informiert. Falls ihr jetzt noch weitere Fragen haben solltet hier zum Sherson CX20 oder zu anderen Multikoptern und Drohnen, dann besucht auf jeden Fall noch mein Forum. Allein zum Sherson sind dort fast 10.000 Beiträge zu finden. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.